Während der Transitphase lässt sich mit Kühen kein Geld verdienen. Dennoch ist es eine entscheidende Phase mit Auswirkungen auf die Milchleistung und die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs. Denn in der Transitphase werden die Weichen dafür gestellt, ob die Kuh gut in die nächste Laktation startet. Während der Transitphase sollte die Kuh die Möglichkeit haben, nach ihrem Bedarf die Futteraufnahme zu steigern. Dabei spielt die Ausdehnung des Pansens eine große Rolle, denn durch das ungeborene Kalb ist dieser stark eingeschränkt. Daher frisst die Kuh auch zunächst nicht die Menge, die sie eigentlich zur Milchproduktion benötigt. Wer jetzt hier zu Beginn der Laktation Kraftfutter zu schnell und stark steigert, riskiert die Gesundheit seiner Tiere. Es droht neben einer Pansenübersäuerung eine negative Energiebilanz durch eine sekundäre Ketose. Während der Transitphase gilt, eine Kuh braucht eine wiederkäuergerechte Ration. Und die ist am besten so optimiert, dass keine Übersäuerung stattfindet und der Energiestoffwechsel der Leber unterstützt wird. Aber mindestens genauso wichtig ist der Kuhkomfort. Denn die Kuh braucht in dieser Phase ausreichend Platz, um fressen zu können. Wenn der Landwirt in dieser Phase die Kuh vernachlässigt, riskiert er nicht nur hohe Tierarztkosten, eine schlechte Milchleistung, sondern auch einen zusätzlichen Zeitaufwand für die Versorgung der kranken Tiere.